Der deutschen Rentenversicherung geht es gut. Wir haben wesentlich bessere Daten als prognostiziert. Wir haben über 33 Milliarden Euro in der Rücklage. Wir haben einen niedrigeren Rentenbeitrag als ursprünglich geplant. Und wir stehen auch in anderen Fragen gut da. Im Kern steht die umlagefinanzierte Rente. Und dann haben wir die betriebliche und die private Altersvorsorge. Die muss so gestaltet werden, dass auch tatsächlich die drei Systeme zusammen oder wenigstens zwei dieser Systeme zusammen dafür sorgen, dass die Menschen im Alter von ihren Erträgen leben können. Die Rente mit 67 entwickelt sich ja gerade. Sie wird erst im Jahre 2030, 29, 30 ihre ganze Wirkung entfalten. Es geht, glaube ich, um die Zeit danach. Ich bin sicher, wenn die Menschen immer länger leben, auch immer länger gesünder leben, dann werden sie eines Tages auch länger arbeiten müssen. Aber diese Frage stellt sich im Augenblick aktuell aus meiner Sicht nicht. Die Riester-Rente, so wie sie jetzt zunächst mal ist, wo die Menschen eingezahlt haben, die muss weiter fortgeführt werden. Das heißt, diejenigen, die jetzt eingezahlt haben, müssen wissen, dass das jetzt auch, was die Förderungssumme angeht, jetzt nicht von jetzt auf gleich eingestellt wird. Gleichwohl glaube ich, dass wir bei der Riester-Förderung nachjustieren müssen und da prüfen, was denn noch weiter sinnvoll und notwendig ist. Und das ist dann, glaube ich, eine der großen Aufgaben, vor denen wir stehen. Aber dass wir eine private Altersvorsorge benötigen und auch für die kleinen und mittleren Einkommen benötigen, ob die nun Riester heißt oder umstrukturiert ist oder Deutschlandrente heißt oder wie auch immer, steht auf einem anderen Blatt. Das wird jetzt die nächste Zeit sich dann herausstellen.